Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute aus unserer neuen Küche, aber ihr seht, die ist noch nicht ganz fertig, Türen fehlen noch und ein paar Kleinigkeiten, die letzten Leisten, ihr kennt es. Aber nun gut, ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit und mache hier ein Unboxing bzw. eine Vorstellung. Und zwar wieder einmal von der Firma Audio. Die haben mich wieder angeschrieben und haben gesagt, hör mal, wir haben was Neues auf dem Markt. Und zwar bin ich ja so begeistert von diesem Akkukompressor. Den benutze ich eigentlich tatsächlich ständig. Das Video dazu verlinke ich hier oben. Auf jeden Fall bin ich total begeistert von dem Teil. Zum Schubkarre aufpumpen, Fahrrad, Sackkarre, keine Ahnung. Ich habe immer keinen Anhänger, wenn der Anhänger mal ein bisschen Luft verliert oder irgendwas, habe ich immer keinen Bock, den großen Kompressor anzumachen und aus dem Schuppen das Kabel rauszurollen für solche Kleinigkeiten. Wisst ihr, so einmal Luft aufpumpen und dafür braucht man keinen großen Kompressor. Und das mache ich dann immer mit dem kleinen Ding. Das Teil habe ich immer aufgeladen, liegt in meinem Schrank in der Werkstatt. Zack, einmal gegriffen, ruckzuck ist der Reifen wieder voll, das gefällt mir so gut. Und auf jeden Fall hat Audio was Neues zu dem Thema. Und zwar Akkukompressor, wie auch immer, in einer schlanken Art und Weise. Ich kann euch das mal zeigen. Wir packen das Teil jetzt einfach mal aus. Ich habe den schon ausgepackt gehabt, um ihn mal aufzuladen. Aber ist egal. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal. Und zwar ist hier drin ein Garantienachweis. Eine Bedienungsanleitung auf Französisch, Deutsch, Englisch. Und das war's. Ein kleiner, niedlicher, rosa Luftauffüllstutzenteil. Dann Adapter, Fußballadapter, Luftmatratzenadapter und richtig geil Fahrradadapter. Das heißt, da bezahlt man bei der Tankstelle noch einmal 3 Euro für. Und das ist hier einfach mal mit drin, von Dunlop-Ventil auf Autoventil. Dann hier ein Ladekabel. Das ist übrigens USB auf Micro-USB. Quasi wie, ja, die normalen Handys, beziehungsweise ja, gut, mittlerweile sind es glaube ich USB-C, aber ist egal. Und dann hier in so einer Samttasche verpackt ist dann dieses, ich hoffe mal, man sieht das vernünftig, ich habe hier unten mein Handy als Kontrolldisplay liegen. Wenn ich das große Licht hier anmache, dann flackert das so wie diese LED-Geschichte. Tut das da, glaube ich, sowieso schon. Naja, das ist auf jeden Fall das besagte Teil, so sieht das Ganze aus. Diesmal richtig nice von der Qualität her, riecht nach nichts, hat hier so ein Display und kann man das vernünftig sehen, ja. Unten ist der Anschluss zum Aufpumpen und oben wird es dann ans Ladegerät angestöpselt und der Anschalter ist dann da. Genau, dann wird das Teil, das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, dann wird das Teil wohl irgendwie hier reingeschraubt, genau. Und fertig. Ja. Ach, das ist ja cool. Das passt auch genau mit den Gewindegängen, dass hier das Display ist und das Teil halt nach unten schaut. Das gefällt mir schon mal. Dann drücke ich hier mal drauf. Achso, dann steht hier Bar und dann kann man auswählen, wie viel. 03, 04, 05, 06. Das blinkt dann auf die Zahl. Ich hoffe, man erkennt das so ein bisschen. Und dann drücke ich auf Unit. Ne, Unit ist wieder 0. Und dann drücke ich wahrscheinlich auf An. Ah, Taschenlampe ist auch am Start. Also man drückt das Ding hier hoch auf die gewünschte Barzahl, drückt da einmal drauf und dann läuft er. Gut. Und da habe ich nämlich noch eine Idee. Bezüglich das Teil, weil das ja echt klein, handlich ist, hat einen Akku vorne. Ich kann mal kurz auf der Verpackung gucken, was hier drauf steht. Gar nichts. Dann will ich mal hier drin sehen, ob ich ein paar technische Daten finde. Wo wir gerade beim Unboxing sind. Da. Eingangsspannung 5 Volt, 1 Ampere. Maximaler Strom 5 Ampere. Leerlaufstrom kleiner als 2 Ampere. 15 Liter Luft die Minute, das ist nun nicht die Welt, aber für so ein kleines Teil allerhand. Maximaler Fassungsdruck 150 PSI, das müssten wieder, ich glaube, 10 bar sein. So, was gibt es hier noch? Nettogewicht
360 Gramm, total leicht tatsächlich. Und was wollte ich wissen? Was für ein Akku da drin ist, ne? Steht hier nicht, was für eine Akkugröße verbaut ist. Nö, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da eine coole Idee. Und zwar habe ich das mal gesehen, woanders im Internet, in den großen Weiten, dass Leute sich dieses Teil an so eine Gloria-Spritze angebaut haben. Allerdings dann nicht an so eine große, sondern an so eine kleine Handschaumspritze. Aber die bringt mir nichts. Ich brauche so eine große dann immer zum, was weiß ich, wenn man Tapeten abmacht, nass machen mit Wasser oder Pflanzenschutzmittel, Laus, weißt du wohl, draußen im Garten dann rumspritzen oder Auto einschäumen mit, was weiß ich, Kaltreiniger oder so. Auf jeden Fall, man kennt sie ja, diese Gloria-Spritzen. Und da man dann nicht immer nachpumpen muss, habe ich gesehen, nutzen die Leute sowas hier in der Art zum Aufpumpen. Und weil das Ding ja total leicht ist, theoretisch könnte ich das eigentlich so da irgendwie dranhängen an so ein Ventil und dann hängen lassen. Aber ich glaube, da ziehe ich mir dann so ein Kabelbinder zu oder so, keine Ahnung. Wie ich das jetzt genau festmache, da muss ich mir noch eine finale Lösung aussuchen. Aber erstmal zum Ausprobieren, bohre ich mir da gleich erstmal so ein Loch rein und dann nehme ich mir so ein handelsübliches Autoventil und dann kommt es da rein. Genau, also schalte ich jetzt einmal zum Enno in der Werkstatt und der bohrt da mit euch einmal das Ventil da rein. Dann wollen wir unser Glück versuchen. Ich habe hier so einen Stufenbohrer eingespannt. Das gibt es in so Dreier-Sets bei Amazon für 12, 13 Euro, teilweise für 15, je nachdem. Da kann man dann jetzt bei diesem hier zum Beispiel von 4 bis 32 mm mitbohren, halt stufenweise, wie der Name schon sagt. Und da habe ich jetzt einen von, also etwas kleineren, eingespannt. Ich habe hier ein Autoventil. Das hatte ich in diesem Fall noch, aber die kriegt man für, ja, wenn man nachfragt in so einer Autowerkstatt, die haben eigentlich immer welche rumfliegen und die kriegt man dann für 1-2 Euro in der Kaffeekasse, kriegt man dann meistens auch so ein Ventil mit. Deswegen ja, könnt ihr einfach mal bei eurem Händler des Vertrauens nachfragen, der kann euch da sicher weiterhelfen. Und das Ventil werde ich mir jetzt hier irgendwie reinbauen. Am schönsten wäre natürlich hier in der Seite, aber ja, die Öffnung ist halt begrenzt, kommt man halt so schlecht rein, deswegen mache ich es hier oben und hoffe mal, dass ich da dann besser rankomme. Ja, also bohre ich jetzt einfach mal rein. Ich denke mal, so 14 mm Loch werde ich wohl haben müssen, damit ich das da vernünftig reingezogen kriege. Ja, ich probiere es einfach mal aus. Ja, man sollte ihn auch vernünftig einspannen. Das ist ziemlich dick, das Material, sehe ich gerade. Wenn das mal nicht zu dick ist. Ja, das ist sehr dick. Bisschen Öl dran. Und dann ziehen wir es hier durch. Dann hoffe ich mal, dass es auch dicht ist. Mal schauen. Das Ventil ist jetzt da drin, das habt ihr ja gesehen. Und dann habe ich ja meinen Teil hier, meinen Kompressor. Da stecke ich jetzt einfach, ja, kann man so aufklappen, wie kennt man ja vom Auto. Ich hatte da vorne mal Luft eingepumpt. So. Oh, das Ding hält aber echt bissig, muss ich sagen. Und wenn man jetzt hier so ein Kabelbinder rum zumacht, dann müsste das doch eigentlich fest sein. Oder man macht das dann von oben. Kann man das irgendwo hier zwischenklemmen? Weiß ich jetzt gar nicht. Probier es mal aus. Ne, das passt leider nicht dazwischen. Aber man könnte das auch irgendwo anders dran binden. So. Nun stelle ich das Teil mal ein. Auf, keine Ahnung, wie viel Bar kriegt denn so eine Spritze? 1 Bar. Ich mach mal 1,6 Bar. So, jetzt rührt das Ding. Alter, das geht aber echt schnell, ne? Könnt ihr das so sehen? 1,21, 2,3, das geht dann immer im Stellen nach dem Komma.
Ich hatte da jetzt noch ein Bar drin. Ist aber auch nicht laut. Jetzt übrigens jetzt nur Wasser drin. Das ist geil. Wenn man das dann festmacht, dann sieht das nicht so rumklötert. So, jetzt hat er seine 1,6 Bar. Nun ist ja die Frage. Ah, guck mal, Wasser ist leer. Fängt er dann wieder an zu pumpen, wenn der Druck sinkt. Also er fängt anscheinend nicht wieder an, wenn der Druck sinkt oder unter dem gewünschten ist. Leider. Das wäre ja schön gewesen. Aber man muss halt einmal auf den einen Knopf wieder drücken und dann pumpt er einen das Ding wieder voll. Also von daher, das geht ja auch, wenn man dann das Teil hier so hoch bindet, dass das quasi von oben ist, dass man einfach mal, oder hier unten, man kann ja auch so hier rausdrücken, ne? Mache ich jetzt mal aus wegen dem Geröter. Auf jeden Fall grundsätzlich funktioniert das Teil und das ist eine geile Geschichte für den Gebrauch von sowas, weil es halt so handlich ist. Einiges ist natürlich nicht dafür gedacht, ist klar, aber ich wollte es halt einfach nochmal ausprobieren, dass es auch wirklich funktioniert. Des Weiteren, woran können wir das denn jetzt mal eben schnell ausprobieren? Ich würde mal sagen, Auto habe ich jetzt gerade gar nicht hier, Anhänger auch nicht, aber ich sehe da gerade ein Fahrrad stehen, dann probieren wir das doch daran aus, oder? Mit dem dabei gelieferten Ventiladapter können wir es jetzt mal testen. So, dann wollen wir mal die Luft hier rauslassen. Ach, das ist ein Assi-Ventil, das ist das Falsche. So, die Luft ist raus. Wie ihr seht, kann ich das Ding drücken, wie ich will. Nichts mehr drin. Oh, fast ist gerade umgekippt. So, dann kommt jetzt unser Ventiladapter zum Einsatz. So, das Ding hier drauf. Dann stellen wir das Ding mal ein. Aber die kriegen immer richtig relativ viel Druck. Mache ich jetzt mal auf 3 Bar und dann geben wir mal Gas. Oh, geht aber schnell so. Das geht zügig. Zack. Super, das hat astrein geklappt. Der Ventiladapter ist auch mega, hält schön dicht und alles. Wie gesagt, dass der dabei ist, das finde ich nicht selbstverständlich, das finde ich cool. Wo ich gerade dabei bin, kann ich vorne auch noch gleich machen. Aber da fülle ich nur nach, da mache ich jetzt nichts mit, ganz leer machen. Das ist echt so geil mit den Dingern, ne?
richtig gut. Freut meine Frau sich, dass ihr Fahrrad wieder Luft hat. So, das dazu. Das Ding funktioniert super. Meine Gloria-Spritze, da arbeite ich noch dran, dass ich nicht so viel pumpen muss. Das ist richtig cool, gerade weil es so handlich ist. Ne? Diese lange, große, der hat zwar auch seine Vorteile, weil den kommt man an einer 12-Volt-Steckdose anschließen und so. Das kann man hiermit natürlich nicht. Aber das Ding ist natürlich noch handlicher. Wenn man das Teil rausschraubt, kann man ja so machen, dann passt es theoretisch sogar in die Innentasche. Und vor allen Dingen mit den 380 Gramm oder was das ist, ist es echt ein Witz. Und die Adapter sind dabei. Dann wurde ich beim letzten Test gefragt, ja, probier doch mal so eine Luftmatratze aus. Ja, würde ich gerne, aber ich habe gar keine. Ich habe weder so einen Luftball noch eine Luftmatratze. Ich habe sowas gar nicht in der Art. Ja, da bin ich echt total nicht gut ausgestattet. Deswegen kann ich das leider nicht vorführen. Autoreifen und sowas hätte ich jetzt auch gerne getestet, aber aktuell auch nicht hier. So viele Fahrzeuge und ja, nichts hier. Ja, aber egal. Das Teil kostet 42 Euro, meine ich. Und ihr kriegt als meine Zuschauer einen Rabatt von 20%. Das ist sehr nice. Das gilt bis zum 31.03., meine ich. Also den Rabattcode verlinke ich unten, den Link zu dem Teil verlinke ich unten. Wie gesagt, 20% Rabatt. Und ja, da kann man nicht viel Verkehr machen. Von Audio habe ich bis jetzt echt immer nur gute Sachen bekommen. Also nicht einmal, wo ich sage Schrott, also von der Powerbank über diesen einen Kompressor, dann diesen Kompressor. Was hatte ich denn noch alles von denen bekommen? Die Dashcam, genau, die war auch super. Oder die ist immer noch super, die funktioniert immer noch tadellos. Also von daher, tipptopp. Wie gesagt, 20% Rabatt. Ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle bei Audio, dass sie mir das Gerät zur Verfügung gestellt haben. Und dass ich das testen durfte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao!